Also mit dieser App hier kann man Leuchtschriften erzeugen, frei nach Belieben. Unterschiedliche Texte, Größen und Farben. Ich habe die hier seit einem halben Jahr auf dem Smartphone und hatte zwischenzeitlich auch eine rote Corona-Ampel und bei der Corona-Warn-App und auch Symptome in der Bahn entwickelt auf dem Heimweg. Dann habe ich einfach diese Leuchtschrift hier gemacht. Müsste eigentlich funktionieren. Ich sage mal, allerdings waren die meisten Leute, vor allem Frauen, einfach zu blöde, einfach mal zu lesen. Und vielleicht auch zu arrogant. Ich weiß es nicht, es hätte eigentlich klappen müssen, weil ich diese App mit dieser Funktion dennoch für relativ wichtig halte. Kann sich da eben auch nonverbal, optisch über doch einige Meter verständigen. Zum Beispiel auch in einem Club, in der Disco. Wenn man ein Getränk bestellt zum Beispiel und wenn man einfach nicht gehört wird. Deswegen empfehle ich die App trotzdem.